Wir haben in diesem Herbst einen Titel gewonnen. Es ist der Julius-Hirsch-Preis, den der DFB an Werder Bremen vergeben hat für das Engagement gegen Diskriminierung und gegen Rassismus. Ist das etwas, auf das wir stolz sind, Herr Fischer? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind nicht stolz darauf, dass wir den Julius-Hirsch-Preis bekommen haben, weil es eigentlich ein Preis ist für Selbstverständlichkeiten. Aber worauf wir stolz sind, ist die Tatsache, dass unsere Fans daran mitgewirkt haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wenn ich also das Verhalten unserer Fans zum Beispiel in Bochum nehme, dann hat das viel mehr im Mittelpunkt gestanden, auch bei der Verleihung des Julius-Hirsch-Preises, als alles andere. Dass nach außen ganz deutlich gemacht wird, dass Bremer Fans sich nicht in die rechte Ecke drängen lassen und sich dagegen wehren. Ehe wir uns dann um das Sportliche kümmern, was sich nicht nur hier im Weserstadion, sondern auch auf Platz 11 reichlich abspielt, wollen wir bei diesem Ort bleiben, wo wir gerade sind, und Manfred Müller ins Spiel bringen. Das Stadion, das Weserstadion, was immer noch Weserstadion heißt, was, glaube ich, alle Fans freut. Dieses Stadion sieht ein bisschen verändert aus. Und man kann ja, wenn man mal so einen kleinen Augenblick sich nimmt, hier runtergehen und reinschauen, wenn man nicht gerade beim letzten Heimspiel schon war. Da gibt es schon ein neues Dach, da passiert allerlei. Vorher, vor einem Jahr, als wir hier zusammen waren, da konnten wir nur darüber reden, was geplant ist. Jetzt sieht man etwas, Herr Müller. In welcher Phase des Ausbaus sind wir? Was passiert hier alles noch in den nächsten Monaten? Ja, erstmal richtig ist, dass das Stadion weiterhin Weserstadion heißen wird. Da haben wir uns mit unseren Partnern für eingesetzt. Und wir sind einer der wenigen Clubs in der ersten Bundesliga, die auch nach ihren Stadionnamen behalten haben. Und darauf sind wir auch ein bisschen stolz. Die nächste Maßnahme wird sein, dass wir in der Sommerpause die Westtribüne heranziehen. Warum zuerst die Westtribüne und nicht die Osttribüne? Einfach deshalb, weil wir von der Logistik nicht anders können. Wir haben hier vorne in der Osttribüne und Südtribüne das größte Mundloch. Und der Bau kann nur über dieses Mundloch versorgt werden. Und deshalb bauen wir zuerst die Westtribüne und ein Jahr später die Osttribüne. Ist aber nicht nur Tribünen, die gebaut werden, sondern das ganze Stadion bekommt ja ein völlig neues Gesicht von außen. Was ist das genau und wie schnell geht es da voran? Ja, wir sind jetzt dabei, auf der Südtribüne die Außenfassade zu machen. Wir müssen da bis 15. März fertig werden, weil das Schwimmbad dann wieder Anfang Mai eröffnet wird. Wir werden dort eine Glasfassade haben, und zwar in der Westtribüne, in der Südtribüne und in der Osttribüne. Auf der Nordtribüne haben wir ja schon eine Glasfassade. Diese Glasfassade auf der Süd- und Osttribüne wird mit Photovoltaikzellen belegt sein, genau wie das Dach mit Photovoltaikzellen belegt ist. Und hätten wir das nicht gemacht mit den Photovoltaikzellen, sowohl die Fassade und das Dach, wäre diese Finanzierung des Stadions nicht möglich gewesen. Also hier wird umweltfreundlich Energie erzeugt in Zukunft im Weserstadion, und damit ist dieses Stadion sicherlich in Deutschland in der Form einzigartig, vielleicht auch in Europa eines der drei führenden auf diesem Gebiet. Also wir wollen gerne Fragen beantworten können, vielleicht bis die eine oder andere Frage ausgebrütet ist, nochmal uns ganz kurz kümmern um unsere zweite Mannschaft, die aufgestiegen ist in die dritte Liga, aber jetzt ein paar Probleme hat. Wie schätzen Sie das ein, Herr Fischer? Ja, leider war das vorhersehbar, dass wir mit unserer zweiten Mannschaft es schwierig haben würden in dieser dritten Liga. Aber was ganz, ganz wichtig ist, wir wollten das. Wir wollten diese dritte Liga, wir haben darum gekämpft. Wir haben gekämpft gegenüber allen anderen Vereinen, die sich Traditionsvereine nennen, aber keine Nachwuchsarbeit machen. Wir sagen, und Gott sei Dank haben wir inzwischen ja auch die Bundesliga da geweckt, andere Vereine machen inzwischen mit, wir sagen, die Nachwuchsarbeit, die geleistet wird im deutschen Fußball, die wird in den Bundesliga-Vereinen geleistet. Und die beste Förderung unserer jungen Spieler, bevor sie in die Bundesliga kommen, liegt eben in dieser dritten Liga. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen dort rein, wir wollen in dieser Liga spielen, haben schwere Verluste hinnehmen müssen in finanzieller Hinsicht. Das heißt also, wir haben auf die Fernsehgelder der dritten Liga verzichten müssen, wir haben auf die Teilnahme im DFB-Pokal verzichten müssen, aber wir sagen, wir brauchen diese Liga, um die Spieler fördern und fordern zu können. Und ein dritter Punkt, wir sind verpflichtet,
nur mit 3 Spielern, die älter sind als 23, zu spielen. Wir haben ein Punktspiel gehabt gegen Kickers Emden. Da war das Durchschnittsalter unserer Mannschaft 19,8 Jahre. Das Durchschnittsalter von Kickers Emden war 29,8 Jahre. Das heißt also, jeder Spieler von Kickers Emden war mindestens 10 Jahre älter als unsere. Das macht es eigentlich deutlich. Und wir wussten auch, dass insbesondere die erste Halbserie schwer werden würde, weil wir unsere U19-Spieler, unsere jungen Spieler hineinführen müssten in diese Liga. Und wir sind sehr, sehr optimistisch, dass wir in der zweiten Halbserie das schaffen. Obwohl, das muss man sehr, sehr deutlich sagen, das wird sehr, sehr schwer, denn der Abstand ist im Moment schon 6 Punkte. Aber bei der 3-Punkte-Regelung sind wir optimistisch, dass das geschafft wird. Man möchte ich noch einen letzten Bereich ansprechen, der auch vielen Fans auf der Seele brennt. Auf unserer Brust prangt Citibank, und Banken sind stark ins Gerede gekommen in der vergangenen Zeit. Man weiß nicht so genau, wie sicher stehen einzelne Banken auf den Füßen. Deswegen die Frage an Manfred Müller. Was hat es mit unserem Vertrag mit der Citibank auf sich, die ja verkauft ist, wo man nicht so genau weiß, was bedeutet das? Ja, das ist richtig. Die Citibank ist mit dem heutigen Tage verkauft an eine französische Bank. Und wir haben einen Vertrag mit der Citibank bis 2010. Die Citibank hat noch eine Option für ein Jahr bis 2011. Der Name Citibank bleibt erst einmal erhalten, wird sicherlich später mal irgendwann geändert werden. Das Datum steht aber noch nicht fest. Wie gesagt, die Citibank Deutschland gehört jetzt einer französischen Bank, Mutuelle. Und dieser Bank geht es gut, der Citibank Deutschland geht es auch gut. Deshalb ist sie auch für 4,8 Milliarden verkauft worden. Und die bleiben weiter unser Partner mindestens bis 2010.